Herzlich willkommen in Cottbus. Frau Christel, Sie sind das erste Mal hier. Stimmt, ja. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut, danke. Wann haben Sie denn das erste Mal gehört von diesem Festival? Das erste Mal war, ich glaube, einige Monate her in Pula, in Kroatien, wo mein Film zu Sunny Days in Premiere gegangen. Und dann habe ich Herr Direktor Roland Rust begegnet, ja. Und er hat mich gefragt, um hier zu kommen. Und ich dachte, das ist so nähe Berlin. Ja, warum nicht? Ist interessant. Wie kam es denn zu dieser Produktion? Ist ja ein kroatischer Regisseur, spielt auch in Kroatien, glaube ich, der Film. Mhm. Wie kam es dazu? Ich habe Ogjen Svelicic begegnet in Vlissingen während des Filmfestivals Film by the Sea. Und ich war ich war beim Jury. Und dann hat sich mich angesprochen und gefragt, weder ich noch darstelle. Ist das korrekt? Ja, okay. Auf Deutsch? Okay. Und ich habe natürlich. Und dann hat er mir mich das dem Szenario zugeschickt. Ja. Und ich das gefällte mir. Und dann haben wir das gedreht. Es war eine Produktion mit wenigen Mitteln, so ein Low Budget. Ja. Wir haben das, ich glaube, er hat es gemacht in 5-6 Wochen. Das ist sehr schnell. Ich war nur da für 2 Wochen. Aber es war eine sehr interessante Rolle, um zu spielen. Er hat es mir verkauft, es wäre eine Komödie. Ja. Aber wenn wir das drehten, so Tag nach Tag, dann hatte ich mich realisiert, dass es wirklich ein psychologisches Drama war. Hat die Arbeit hat Ihnen gefallen? Auch der Blick nach Osteuropa, wie ist der? Es gibt ja auch immer Klischees und Ideen, was ist Osteuropa? Es ist ein schwieriges Gebiet. Hat Ihnen da auch, hat es auch Überraschungen gegeben? Ja, ich habe Matahari gedreht in Budapest. Mhm. Und das war lange her, das war 1984 so, ja. So etwas. So, die Mauer war da. Mhm. Ich bin auch in Russland gewesen. Das war ein furchtbares, das Kommunismus, das war nicht so. So gut. Ich glaube, Kapitalismus ist auch nicht gut. Aber ich habe das gefühlt, weil es gab viele Uniformen auf der Straße. Und hat sich doch sehr viel verändert dann? Jetzt ist es doch etwas aufgeklärt, ne? Mhm. Nun müsste ja die Frage gestellt werden, oder die Frage ist anders. Können Sie die Frage eigentlich noch hören nach Ihrer früheren Rolle in Emmanuel? Möchten Sie die noch hören? Weil alles angefangen hat mit der Rolle, mit Emmanuel. Ja. Das war ein Phänomen, dieser Film. Und ich glaube, und jedenfalls, ich glaube, ich habe Briefe empfangen von Russen, ja. Russische Leute, die im Gefängnis waren, weil die eine Kassette von Emmanuel zu Hause hat. Mhm. Und das war verboten. Ja. Und dann wirklich Gefängnis gemacht. Und dann habe ich gedacht, das ist so fremd. Weil mit dem Film Emmanuel war der Sensor die Sensibilität vielleicht. War Schluss mit Giscard d'Estaing. Zensur. Hm. Ja, die Zensur. So, Emmanuel ist passiert nicht im pornografischen Theater, aber im richtigen, seriösen Kinos. Kino, genau. Das war natürlich ungewöhnlich für den Ostblock, das muss man sagen. Ja. Deswegen hat er ja auch so einen Riesenerfolg. Sie haben das ja gesagt, Briefe aus Russland, mhm. aus der Sowjetunion damals sicher. Auch sicherlich Reaktionen aus Ostdeutschland, denn hier war das ein Riesenthema für die Menschen, weil es auch ungewohnt natürlich war. Mhm. Also das heißt, Sie würden es nach den heutigen Erfahrungen auch immer wieder mal machen, so die Art zu drehen.
Moment bitte. Kan je dat vertalen? Heb je geluisterd naar die laatste? You would do it another more, oh, this kind of movie. No, I don't think so. no. But wenn ich die gleiche Alter habe jetzt, ja, ich glaube schon, weil es ein sehr ästhetischer Film, ja. Jedenfalls. Was gibt es denn für nächste Projekte, nächste Filme? Filme weiß ich nicht, aber Theater. Im Theater? Ja. In Holland? Ja. Und das ist ganz was, eine andere Disziplin. Ja. Und das hat mich ganz, ängstlich gemacht. Wie soll ich das? Ängstlich, ja. Ängstlich, ja. Gemacht. Weil jetzt, so instead of cameras, wir haben Leute. Direkter Kontakt. Ja, Direktkontakt. Und das war sehr schwer für mich am Anfang. Das ist wo in Holland? Wo spielen Sie? Ganz im Land. Eine Tournee ist das? Ja. Und mit welchem Stück? Nächsten Stück, das ich mache, das wird etwas sein, auch über Vergangenheit und die Einsamkeit des älteren Leute. Mhm. Und die ins Casino gehen. Ja. Und ich habe das Drehbuch noch nicht empfangen, aber ich freue mich schon. Mhm. Was noch zum Schluss wollen Sie hier beim Festival unbedingt sehen? Der Film von gestern ist mir ganz gut befallen, aber ich habe noch nicht wirklich geguckt ins Programm. Haben Sie eigentlich überhaupt Zeit? Weil Sie müssen bestimmt viele Gespräche führen. Nur heute. Aber ich glaube morgen, dass mein Freund und ich nach Berlin gehen. Mhm. Und dann Freitag vielleicht 3 Filme. Das ist ein gutes Programm. Das ist ein gutes Programm. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für das Gespräch.